So, wenn Tamina da ist, dann erzähle ich die Rollen bin einmal, würde ich sagen. Sorry. Aber das gibt doch keine Rollen. Okay, also, wir spielen heute... Nein, gibt's nicht. Doch, wir spielen heute Vanilla Among Us. Mittlerweile gibt's hier auch schon Rollen. Ich habe vier Rollen angestellt für die Crewmates. Es gibt Engineer, der kann venten. Es gibt einen Scientist, der kann unterwegs die Lifeline sehen. Das ist dieses Menü, wo man halt sieht, wer am Leben ist noch und so. Und dann gibt es noch den Guardian Angel. Die erste Person, die stirbt, wird Guardian Angel und fliegt als Geist herum und kann jemanden protecten vor einem Imposter. Also kann zum Beispiel Mazat Lukas retten. Und dann gibt es noch den Noisemaker. Wenn der Noisemaker stirbt, dann macht er ein lautes Geräusch und ein Pfeil zu der Leiche für alle. Ganz kurz. Dann haben wir zwei Imposterrollen. Zwei Imposterrollen. Imposterrolle 1 ist der Shapeshifter, der kann sich in alle Crewmates verwandeln, könnt ihr euch aussuchen. Und es gibt das Phantom. Das Phantom kann sich unsichtbar machen und nach dem Kill weglaufen. So. Digga, das ist ja. Lass einfach spielen und wir gucken, was passiert. No joke, es geht los. Viel Spaß. Und da. Mute. Halt, stopp. Oh nein. Was ist? Ich bin Imposter, let's go. Oh mein Gott, er ist Imposter. Oh mein Gott, Alter. Einfach Aufgaben machen. Ich liebe es, ein Teil vom System zu sein und einfach zu tun, was ich am besten kann. Nämlich meinen Aufgaben nachzugehen. Dafür machen wir ein bisschen Musik an. Oh mein Gott, ist das crazy. Wir spielen einfach Among Us in 2024. Heilige Scheiße, ich bin so aufgeregt. Your role is Noisemaker. Send out an alert. Was? Was mache ich? Ja, ich bin, tatsächlich Scientist. Die meisten Leute würden das anhand meines Aussehens gar nicht erwarten, aber das ist halt, ne, schon mal die erste Lehre an euch. Aussehen ist nicht alles. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Okay, ja, ich habe hier gar keine Aufgaben. Okay, wir gehen. Leute. Ich fasse das nicht, dass das hier gerade passiert, ne? Holy shit. Okay, wir machen hier direkt oben die erste Aufgabe. Oh mein Gott, habe ich das lang nicht mehr gemacht. Heilige Scheiße. Okay, ich bin Engineer! Ich bin Engineer! Ich bin Engineer! Ist das krass? Ist das krass, Leute? Ich bin Engineer. Dann haben wir hier. Ne, hier oben. Okay, dann haben wir hier Mazat. Aha. So, ich renne mal Emmy hinterher und zeig dir, dass ich wenden kann. Ah, Mann! Ah, ja. Toll. Was? Tim Horus war da gerade. Da hat jemand als Tim Horus gekillt. Eine Office, vier Labor. Zwei Office. Ich bin Gamer. Ich arbeite wie ein feiner Crewmate alles einfach ab. No way! Oh. Moment gedacht, die gute alte Arbeiterklasse. Leute, ich bin euer kleiner Humble-Streamer, oder nicht? Oh, der Noisemaker ist dood. Der hat ihn letztes Mal Horus gekillt. Da, der, die Person hat als Tim Horus gekillt. Junge, habt ihr den Sound auch gehört? Ja. Ich hab krrrr gemacht. Fast wie deiner. Oh, ja. Was, dass ja man jetzt so einen Ping bekommt? Nee, das ist der Rolle. Weil der Noisemaker halt tot ist. Das ist die Rolle, Mazat. Das ist die Rolle. Ja, ich habe gar nicht zugehört. Ich kenne Noisemaker nicht. Der macht einfach Ping quasi. Ja, dann erzähl doch mal, was ist denn hier passiert? Mango. Ja, wer hat die Lage gefunden? Ja, ich habe die gefunden. Ich kann auch, die lag links unten von diesem Hauptgebäude und der einzige, den ich in der Nähe gesehen habe, war Bart, aber keine Ahnung. Mhm. Okay, also no joke. Ich mach Full Fitner, lass einfach Bart rauswerfen. Ja, kannst du. Also, hey, wenn ihr wollt, committed, ich bin es gewöhnt, aber wo Lukas mich gesehen hat, war an Lifeline. Ja, genau. Das war am Ende des Gebäudes. Genau, also du hast mich nicht mal ansatzweise bei der Leiche gesehen und du kamst von unten jetzt von Admin hochgelaufen. Das heißt, du hättest rein theoretisch auch nach dem Kill wieder reinwenden und dann von innen rauslaufen. Leute, ich bin... Du warst schneller da als ich und näher dran. Wichtig ist, wir haben auf jeden Fall einen Shapeshifter, weil ich bin links in O2 reingerannt und ein Tim Horus ist rausgerannt nach rechts und dann kam der Kill und dann bin ich auch zur Leiche gerannt. Dann kann es Lukas wiederum nicht sein, wenn das wirklich stimmt, was Timmy da erzählt. Ich habe Lukas auch gesehen. Also Franzi war auch in der Nähe auf jeden Fall, aber... Ich? Ja, du warst in der Region, aber mehr auch weiß ich auch nicht. In der Region? Ich war oben links. Okay. Dann keine Ahnung.
Das auch. Irgendwann gut. Ist das krass, mir. Leute? Ist das krass? Ich weiß nicht wer. Ich hab Beine. Grummelkeks, vielen Dank für die Glückwünsche. Oh, das ist natürlich jetzt echt unlucky. Wer hat denn da gerade Mando gewonnen? Ups, also das muss ich vielleicht umstellen. Ich finde das gut. Wir sind so viele Leute, ey, das ist krank. Oh, Junge, habe ich das lange nicht gedreht. Heilige Scheiße. Ich weiß gar nicht, wer gerade Lukas gewotet hat. Warte mal, ich muss Lukas mal zeigen, dass ich wenden kann. Lukas. Ja. Ich war früher besser in dem Game. Retalk, meine Among Us Prime ist vorbei. Ist gerade irgendjemand gestorben? Aber nun einfach keinen Plan, was ich machen soll. Ah, du kennst meine anfangs Among Us Zeiten nicht. Ich war ein Profi. Meine ersten paar Videos auf YouTube? Unterschätzt das mal nicht. Das ist alles Teil meines Plans, Lost zu wirken. Naja. Ich bin zwar taktisch nicht so versiert, aber ich bin ein richtig guter Lügner in Among Us. Ihr werdet schon sehen, wie krass ich lüge. Das da, das da. Wow, ich bin so geil in diesem Spiel. Oh, cool, ich habe 100 Aufgaben insgesamt erledigt. Dankeschön. Doch, wie hat Tim Lukas gesehen? Das ergibt gar keinen Sinn. Lukas war doch unten rechts. Und wenn Tim meint, er hat jemanden rauslaufen sehen. Also entweder ist es Tim oder Lukas. Das war so krank, dieses Spiel in der Hochzeit. Das löst so Erinnerungen aus bei mir hier. Labor machen. Heißt das... Oh, Mann! Ich weiß ja nicht. Ich sag, es ist Mango. Ah, Tim kann wenden. Kann ich erst vanishen und dann killen? Scheiße. Scheiße. Oh, fix light. Ich bin halt arschweit weg. Nicht. Weil Bart hat gerade keinen Kill gemacht. Ich hätte Emmy. Eine kleine Frage ja. An folgende Person. Lumi. Ich ja. Weiß nicht, also wenn ich in der Nähe von einer Leiche wäre, würde ich die rein theoretisch reporten. Aber es kann sein, dass du dir beim Rüberlaufen nicht gesehen. Oh mein Gott. Boiler Room oder was? Ja, bei Electric. Was? Ja, was sind Timid und Bart? Oh, ich weiß, also, was passiert ist. Leute, ich habe alles gesehen. Du bist pretty much über die Leiche gelaufen. Dann war das nicht ich. Ich bin gerade von Communications rüber zum Boiler Room, als das Licht ausgegangen ist. Und ich stehe jetzt bei den Gasflaschen. Mhm. Bart. Warte, was für Rollen gibt's nochmal? Was für Ding gibt's? Es gibt einen Shapeshifter, der kann sich verwandeln in irgendwie. Digga, der Typ ist Giga-OP, wie scheiße! Oh Mann, Alter! Wie abfuck! Und es gibt einen Imposter, der auch unsichtbar sein kann. Nach dem Kill und weglaufen kann. Gibt's auch Crewmates, die wenden können? Ja, Engineer. Ah ja, okay. Dann habe ich wahrscheinlich gerade einen Engineer gesehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Dann kann ja jeder Call komplett wash sein. Wash? Nein, wenn halt irgendjemand anderes so die Leute covern kann oder so, dann halt nicht, ne? Richtig. Hey, aber also, hat jemand Lumia bei Boiler Room gesehen? Hey, wir waren doch zusammen in Weapons drin, Feister. Dann bin ich in Kurs gegangen, hab da meinen Download gemacht, bin rausgegangen. Warte mal, warte ganz kurz, warum stimmen wir schon ab? Ich hab geskippt. Kamina! Sorry. Es ist doch offensichtlich. Hey, du hast mich doch sogar unten gesehen. Ich hab keine Ahnung, was gibt. Ich bin schnell nach da oben gekommen. Und übrigens, Crunchy ist auch gestorben gerade, ne? Wofür? Nein, Crunchy! Danke, tu jetzt mal nicht so, ja? Tu mal jetzt nicht so. Oh mein Gott! Wir dürfen doch nicht einfach immer skippen. Was ist denn das? Timid skippt auf jeden Fall nicht. Timid ist ein Poster, Leute. Skipp heute nicht. Jemand, der Ansage macht und das ich erklärt, ich mach gleich mal eine Ansage. Okay, mach Ansage. Du machst eine Ansage, alles klar. Warte, ich muss Timmy zeigen, dass ich wenden kann, Leute. Also mein Tag war bisher sehr entspannt. Ich habe meinen Geburtstag so verbracht, dass ich erstmal sehr schön ausgeschlafen habe. Er schreit wahrscheinlich gerade. Falls meine wunderschönen Augen mich nicht getäuscht haben, habe ich da gerade einen kleinen gelben Scheißhaufen aus so einem Loch springen sehen. Vielleicht auch nicht. Junge, ich gehe jetzt Camps chillen. Auf den Camps wird sich zeigen, was das Problem ist.
Und wenn mein 300er Ping aufhören könnte, dankeschön, wäre ich auch glücklich. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. Mir gilt nichts. Das ist mein Fortnite-Aim, was hier kommt. Und jetzt ist das Licht aus und ich werde wahrscheinlich sterben. Aber ich bin flink. Oh nein, und Lumi ist noch flinker als ich. War so viel schneller als ich, da mit dieser Art Task. Tim ist gerade gewendet. Ich habe überlegt, vielleicht hat Tim mit, oder irgendjemand hat ja gerade nach Lumi gefragt gehabt. Vielleicht hat die Person einfach einen Doppelgänger gesehen. Kamera ist an, ja. Was? Ja, die Kamera ist an, ja. Seht ihr das? Aber wenn ich auch wenden gesehen wurde, geht das ja gar nicht. Jetzt fürs Maluna, es tut mir leid. Nein. Nein. Es sind immer die Stillen. Scheiße, ich poppe aus dem Vent. Tamina hat das doch toll gemacht. Und es macht auch niemand das Licht hier in der Zeit mal. Niemand fühlt sich hier verantwortlich für irgendwas. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh. Zino, danke. Ich hab Masern. Nein! Mut! Eine der Besten! Was gesagt wird, bitte skippt nicht gleich. Wir müssen okay. So langsam Leute rausvoten. Ja, always skip unter O2, in diesem kleinen, wo diese Gasflaschen sind in dem Raum. Ja, weil es war halt davor Licht aus, deswegen habe ich absolut keinen Plan. Ich habe Tim gesehen, aber ja, der kam mit mir, anstatt mir entgegen oder so. Und at this point, wenn da irgendwelche Leute shapeshiften können, habe ich auch schon wieder keine Ahnung. Nee, das war also, ich, das war ich. Tim mit und Franzi können es nicht gewesen sein, die habe ich die ganze Zeit auf der Cam gesehen. Oh Franzi ja, war zwar sehr verdächtig auf dem Weg zu mir jetzt gerade, aber... Ich habe geguckt, ob jemand in Electrical liegt, aber ich bin auch wieder rausgekommen. Tim ist gewendet halt vor euren Augen auch? Ja. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil die Lichter aus waren. Aber Tim hat halt auch Geburtstag, also wenn er es wäre, würde ich ihn gönnen. Danke, oh vielen Dank. Gott, ja. Haben wir Never vote at 8. Sowas wie dieser Imposter, der die Rollen rausvoten kann? Nein. Nein. Ja gut, dann. Also das Einzige... Für dieses Szenario bleiben nur Bart, Nimoli und Tamina. Und was ist mit Tamina ist clear. Tamina ist clear. Wir waren bei mir, aber was kann ja trotzdem einer von denen sein. Was für mich sass war, ist, ich war bei diesem Komet-Shoot-Ding und ich bin halt hingesteppt, hab das gemacht und in der Zeit ist Bart später gekommen und früher gegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob er einfach krasse RNG hatte oder ob das vom Timing nicht so ganz hingehauen hat. Ich hab die angefangen, bevor wir das letzte Meeting hatten und da musst du nur noch die kaputt schießen. Ja, das ist cohesive, da hat er recht. Das weiß ich halt nicht, ob das stimmt. Da kann ich leider nicht backuppen. Wisst ihr, wer noch gar nichts gesagt hat? Mini. Mini. Ja, ich komme nicht zum Sagen. Also, ich war mit Tamina, Mina und Bart und Mina in Weapons. Ja, jetzt muss ich aber skippen. Falls das tut mir leid. Nein. Und danach war ich in Kommunikation. Always skip at 8. Problematik ist, wir müssen eigentlich bald voten, sonst sind wir Marsch. Also wenn wir bei 7 Lukas. Sind, sind wir eigentlich. Wie kannst du? Ich hab dich wenden sehen, was soll ich sagen? Und du warst in der Nähe. Aber ich bin's doch nicht. Ach so, na dann. Sorry, my bad. Ich fand schön, wie Lukas gerade weniger krass reagiert hat auf den Tod von Mazat als Mina. Oh nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ey, tötet mich meinetwegen. Es ist mir doch alles so Wumpe. Icke. Ja, ich gehe wieder in Camps, ganz ehrlich. Gar keinen Bock jetzt hier irgendwas anderes zu machen. Sie können mir ja nix. Ich kann wenden, wie ich will. Sie können mir nix. I'm unstoppable. At this point ist es dumm. Der Imposter ist, der mich tötet, der ist dumm. Weil ich bin sus. Ich bin nämlich schon fertig mit meinen Aufgaben. Gar nicht laut. So, nach der Aufgabe Hörschutz. Bombsabotage. I don't care, irgendwie gerade. Ich dachte, Lado, yes. Lumi, du musst mal kurz mitkommen. Wir müssen das reparieren. Komm. Na, okay. Perfekt, danke dir. Man brauchen irgendwie alle so Arschlange dafür dann irgendwie, verstehe ich nicht so ganz, woran es jetzt hier schon wieder gescheitert ist. Die Kommunikation ist kaputt. Wir schauen mal. Oh, Lumi kann wenden! Fuck my life! Wer ist tot? Okay. Ich mache eine Ansage. Dicker! Okay, ja. Machen. Wow!
Erstens bin ich nicht dick, also Timoris raus. Ey, und Lumenti kann dicker sein. Lumenti kann wenden und Timoris auch. Und jetzt ich bin auch bei Tim und Franzi. Aber ich hab nicht gewendet. Was denn sonst? Ich war im Labor gerade, hä? Du hast die Leiche auch davor nicht gesehen. Ich bin tatsächlich sehr leicht zu manipulieren, also wen auch immer ich voten soll, sag Bescheid. Okay, ich würde mich zuerst. Ich würde mich gern zuerst rechtfertigen und zwar habe ich als erstes Emmy gezeigt, dass ich wenden kann. Als nächstes wollte ich es dann Tamina zeigen, die ist weggelaufen. Ich versteh's nicht, aber kann es nicht einfach Timoris sein jetzt? Natürlich ja, kann also ich sein. Könnte es sein, ja. Aber ich versuche einfach. Welche andere Rolle kann noch wenden? Welche Engineer. Aber jemand hat doch Lumi jetzt wenden sehen, oder nicht? Ja, aber dann war das der Shapeshifter. Ich bin gerade oben. Aber kann Shapeshifter jede Runde Shapeshifter? Das mich so ab, dass es diese Rolle gibt. Doch, wir müssen Shapeshifter entfernen. Das ist so eine tote Rolle. Wo habt ihr das wenden sehen? S? Wo? Unter Labor, dieser Wendler. Ich kann das okay, dann kann das nicht. Ich bin bei Tamina. Wir beide oben. Ich bin bei Tamina. Task machen sehen. Also es müssen. Tim, was ist, wenn du mich um den Finger wickeln willst? Was ist, wenn du mich benutzen willst? Ich würde dich niemals benutzen, Tamina, glaub mir. Ich weiß es nicht. Vor allem, dir geht's heute nicht so gut. Also gerade heute nicht. Wen hat Tim gerade schon gevotet? Was soll das? Was wurde jetzt? Lumenti habe ich gevotet. Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich würde doch nicht in meiner eigenen Form dann rumwenden. Das ist doch mega dumm. Und Tim, du sagst, du bist Engineer oder was? Genau, und ich bin gerade bei Tamina. Deine Augen, Lumi, siehst du die da? Digga, nee, ja, natürlich. Ist mir ein bisschen zu Digga, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir bauen mir. Guckt in mein Gesicht, ich kann's gar nicht sein. Lumi. Ich weiß es nicht. Ich kann gethrowt haben, vielleicht. Oh. Hä? Okay. Oh. Ich war auch beim ersten Mal schon in der Nähe, das ist okay. Und Lumenti hat ihren Imposter-Mate gewotet. Oh. Wir müssen auf Timid und Tim aufpassen. Hey. So. Direkt gewendet. Alle wissen, dass ich wenden kann. Da kann ich jetzt auch wild wenden, ne? Das sind Meetings, die sind mit Energie geladen, ja? Und so soll es auch sein. Bin fertig. Hab fertig gemacht. Ich bin disconnected vom Server. Kurz Info. Hab fertig. Easy, wir machen gleich Reconnect. Ich bin so tot. Hier feist das auch dein Glück. Jetzt gehen hier die Lichter aus. Große Überraschung. Tim kommt gerade von hier. Timid kommt auch von hier. Hier kommt jeder her. Das Ding ist, ich renne hier rum mit wirklich null Awareness, ne? Wirklich zero spatial awareness. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in irgendeiner Form. Was hier? Mann, Timid, lass mich in Ruhe. Nein! Oh mein Gott! Kann ich einen Button drücken? Ich guck Lifeline. Ich glaube, ist jemand tot? Tim ist tot. Ich muss Button drücken. Timid ist tot. Und ich glaube, weil Skycy disconnected ist, müssen wir den Button jetzt nehmen. Okay. Und ich weiß, weil. Warte mal, warum? Skycy. Warte mal, warum? Skycy. Das Double Kill wäre vorbei, right? Genau. Oder der Annahme, dass es noch zwei gibt. Ja. Warte mal. Ja, also. Ich bin gerade mit Tamina rumgelaufen. Tamina wird mich sehr wohl. Ein bisschen war ich weg von ihr. Kann sein, dass sie. Skycy war seit ganz Zeit doch schon tot. Seit Runde 1 oder so. Ja, ja, aber ich nur als Info, dass ich nicht. Ach so! Oh, Mann. Ja. Ich bin so also, es könnte aber. Also, der Call ist trotzdem gut. Es könnte trotzdem noch zwei Imposter gerade geben. Ich bin nur einfach verwirrt, warum Minimoli mich gewotet hat eben. Ja. Weil Tim gesagt hat, ich habe gefragt, was machen wir? Und dann meinte Tim, ich bin bei Mina. Ach so. Oh. Nein, ich stehe bei ihr, oh. Mini. Na gut, dann immer weit. Dann immer weit. Also, dann okay. Ja, und nee, das war ein Gaslight von Mini. Klar für mich ist, aber ich habe gerade auf Cams mehrfach Engel gesehen, wo sie neben jemand alleine stand, hat nichts gemacht. Also wer? Es würde mich. Du. Es würde mich persönlich wundern, wenn es Lukas oder Tamina sind. Same. Also bei euch beiden. Bei Tim oder es würde mich sehr wundern. Ich war schon sehr oft teilweise bei Tamina und Tamina müsste wirklich. Sie war 3 Sekunden weg von mir, hätte da töten müssen und wäre abgehauen. Dann hätte mich sehr gewundert. Wenn's, ja, wenn's hier Tamina Lukas, ist. Die Runde. Ja, ja, dann verliere ich mich sehr safe, dass nicht ist. Ich habe Feister auch mehrmals jetzt die Runde gesehen. Ich war am Anfang auch an Cams und dann ging das Licht aus und bin ich halt rumgelaufen, weil ich Angst hatte, irgendwo stehen zu bleiben. Ja, also entweder das ist Tim oder Feister, right? Ich habe mich Real Talk, ich sag mal, wie meine Runde aussah, im Vent versteckt, als das Licht ausging, weil ich unbedingt den Button durchkriegen wollte. Mir ging die ganze Zeit im Kopf rum, oh mein Gott, Skycy ist disconnected. Ich hatte das halt nicht auf dem Schirm, dass die erste Runde, die halt raus war.
Ja. Also wen? Feister. Dass man bei einem Button voten muss? Nein. Ich vote Tim. Ich vote Feister. Keine Ahnung. Wow, das ist krass. Oh, scheiße, es wäre an mir. Oh mein Gott, ich habe nicht gewotet. Es wäre an mir gedingst. Es tut mir leid. Es ist Feister. Ich wusste nicht, ob wir die Regel haben, ob man bei einem Meeting voten muss. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich renne jetzt Feister hinterher. Töte mich doch. Ja! Töte mich doch. Hä? Keine Sau. Sind die noch zu zweit? Das kann gar nicht sein, oder? Die Double killen, oder? Es sind Feister und Lukas, oder? Abgeworfen mal wieder. Die Frau! Mann, wirklich, man kann sich auf niemanden mehr verlassen heutzutage. Immer diese Weibers. Wir hoffen einfach mal, dass ein Imposter schon raus ist. Ja, das ist halt. Also, ich finde, das ist richtig scheiße, Digga. Das ist überarsch, dass es diese Rollen gibt, Digga. Er kann vor unseren Augen wenden. Ed war wieder wirklich die Weiber sind hier. Okay, jetzt rennen hier alle rum, ne? Jetzt sind wir alle zu viert hier. Das ist halt immer kacke irgendwie, wenn dann alle so stackmäßig aufeinander sind. Okay, sie dreht auch nicht um. Die hatte schon so viele Gratis-Kills auf mir. Nein. Lukas, nein! Nein, Lukas! Nein! Das Ding ist, wenn wir drei jetzt hier zusammen sind und Mango stirbt, dann ist es halt Dingens und umgekehrt genauso. Uli kommt irgendwo hierher und könnte Lukas getötet haben. Alter, das ist so aufregend gerade. Ist jemand tot? Ja, war klar. Okay, ja, dann ist es eindeutig. Dann ist es leider Gottes eindeutig. Slap. Es muss er muss Lab sein. Ja. Es muss Moli gewesen sein, gnadenlos. Ich werde auch keine einzige Diskussionsstelle da hören. Wir waren halt zu dritt. Wir waren zu dritt unterwegs. Ja, wir waren zu dritt unterwegs. Fall gelöst, ich mache mir Detective Conan Musik an. Ich hab euch doch zusammen bei Comms gesehen. Ja. Und dann seid ihr aber auch alle in andere Richtungen gelaufen. Ja, aber wir sind alle zur Lifeline und da habe ich schon gesehen, dass Mango tot war. Ja, und Feister also hat kann reported. Er kann ihn doch dann getötet haben und self-reported haben. Nee, der war schon davor tot. Der war schon, bevor der Report kam, war schon eine Weile tot. Aber Feister war ja dann nicht da. Also das habe ich ja gesehen bei Lifeline. Feister warst du nicht eben auch bei der Lifeline? Ich bin Shinichi Kudo im Körper eines Minderjährigen. Okay, what the fuck? Du bist doch schon volljährig, Feister. Mein Name ist Conan. Also entweder, vielleicht mal jetzt den Wurf des Jahrtausends, aber ich vertraue Tim und Feister zu sehr. Okay, aber eben gerade waren die Votes auf Tim und Feister. Die beiden waren am meisten sus. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, warum ich sus war. Für mich war Tim bisher nur sus, weil er gewendet ist. Das in den Raum geworfen wurde. Ich habe einen von beiden, ich weiß auch gar nicht mehr, wen von beiden ich gewotet habe. Mhm. Aber jetzt bin ich sus, weil ich nur mit euch nicht zusammen gechillt habe im Moment. Weil wer ja, genau in dieser Zeit hat leider Gottes jemand gestorben. Ja, es war unlucky timing, glaube ich. Es war halt wirklich, wir waren halt also entweder werde ich hier gerade gespielt wie eine Violine von irgendjemand anderen von euch beiden, aber dann ist das so. Dann nehme ich diese Master Manipulation Gaslighting in Kauf. Für ein tolles YouTube-Video. Also ich denke immer noch, dass es ein Self-Report war und Feister ihn einfach getötet hat. Boah, Self wäre krass. Konnte ich zeitlich nicht schaffen, hat Tamina auch schon gesagt. Ich glaube auch nicht, Aber ja, vielleicht auch noch und vielleicht bin ich auch einfach scheiße wenn, drum. Und da tut's mir leid. Wenn Mini nicht der zweite Imposter ist, dann, wir haben keinen Button mehr, dann ist over. Dann doch, killt Feister einfach. Doch, hab ich nicht noch einen? Ich hab auch noch einen. Let's see. Aber ich bin ein Imposter. Gänsehaut. Oh mein Gott. Okay, denk an den Button gleich. Wenn, also. Wow! Sehr gut. Lobbycode könnt ihr, glaube ich, wieder verwenden. Ich habe jetzt schon Herz, ich habe jetzt schon Puls. Ja, also Imposter ist noch viel schlimmer. Ich glaube, ich hoffe jedes Mal, dass ich wer war anderer Imposter? Lumenti! Lumenti. Ja, ich wusste es von Anfang an.